Warum sind viele deutsche Aktionäre am Aktienmarkt nicht so erfolgreich, wie sie es gerne wären? Viele deutsche Aktionäre, also die deutschen Aktionäre, die es gibt, aber das sind ja immerhin schon mal ein paar Millionen wenigstens. Zwei Gründe im Prinzip. Der erste Grund ist, sie investieren in die falschen Aktien. Und der zweite Grund ist, sie kaufen tendenziell weit oben und verkaufen dann, wenn die Aktienkurse eher wieder unten sind. Ich habe jetzt gerade das neue Update gemacht zu den begehrtesten Dividendenaktien, inklusive Kauflimit hier. Und da ist mir eine Sache dort dann ganz groß aufgefallen. Und zwar, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den 30 Top-Aktien hier der Mitglieder im Aktienfinder und den 30 beliebtesten Aktien der Deutschen allgemein. Und wir schauen uns mal den Unterschied an zwischen diesen beiden Listen. Das sind beides Top-30-Listen. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Und gucken uns dann mal an, wie qualitativ die Unterschiede sind zwischen diesen beiden Top-30-Listen. Und da wird eigentlich der Grund dann schon relativ klar, warum viele Deutsche oder dass viele Deutsche eben in die falschen Aktien investieren. Vorher noch kurz, mein Name ist Thorsten Thiel, ich betreibe die Seite aktienfinder.net, das ist das hier. Bei mir geht es ums langfristige Investieren von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Das tut man, indem man eben die richtigen Aktien findet, Aktien mit langfristig steigenden Gewinnen. Und dann noch die zweite Geschichte, und zwar, ich hatte ja in einem vorherigen Video einen Vorschlag gebracht und abstimmen lassen, ob es interessant wäre, ein zweites Echtgelddepot ins Leben zu rufen. Und ich bedanke mich für die ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und das Feedback war ja wirklich überwältigend. Ich glaube, es gab keinen einzigen, der gesagt hat, er hat kein Interesse. Wahrscheinlich gab es die auch, aber die haben sich nicht gemeldet. Und jetzt ist es zu spät. Das heißt, wir werden ein zweites Depot ins Leben rufen. Das wird also so ein Anfänger- oder ein Starterdepot sein. Und wir werden da von 0 auf 100 gehen. Und werden da dann also jemand, vielleicht einen Berufsanfänger simulieren, der dann entsprechend eine Sparquote hat und dann regelmäßig Monat für Monat sein Depot aufbaut. Ich möchte auch noch ein bisschen abstimmen lassen, weil es gibt noch einige Sachen, die wir gemeinsam quasi festlegen können. Und das mache ich aber in einem anderen Video. Ansonsten würde das wahrscheinlich zu viel werden. Hier jetzt also die Top 30 Aktien. Listen zweimal, einmal die vom Aktienfinder oder von den Aktienfinder-Mitgliedern und einmal die vom Rest Deutschlands sozusagen, und gucken wir uns mal die Unterschiede an. Und wir haben hier das Investment, und da ist eben diese Top 30 Liste drinne. Das war eine Auswertung der Consorsbank. Die haben also in ihre Depots geschaut, sind ja also definitiv repräsentativ und haben geguckt, welche Aktien da am häufigsten vertreten sind. Und das sind eben diese 30 hier. Diese 30 habe ich in einer Watchlist abgespeichert im Aktienfinder. Genauso auch wie diese 30 hier, also die Liste der 30 begehrtesten Dividendenaktien. Und gucken wir uns mal die Unterschiede, die qualitativen Unterschiede beider Aktienlisten an. Ich habe hier schon mal, das sind die beliebtesten Aktien deutschlandweit, entsprechend diese Auswertung hier. Und was zunächst einmal auffällt, das ist, wenn man hier aufs Land guckt, der Home Bias. Wir haben hier also extrem viele deutsche Aktien. Übrigens sind es nur 29, weil ich habe Uniper nicht im Aktienfinder. War bisher kein Wunsch da, die aufzunehmen, und dann habe ich lieber andere Aktien aufgenommen. Also es sind hier nur 29. Wenn wir hier also mal das Land anschauen, sehen wir, dass die meisten Aktien ja aus Deutschland sind. Und relativ wenige Aktien haben wir dann noch aus den USA und dann noch drei Aktien aus anderen Ländern, also mit Nestle, Nokia und Royal Dutch. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie gut die Aktien sind als für ein langfristiges Investment. Und wenn ich von langfristigem Investment und gut spreche, dann meine ich ja die langfristige Gewinnentwicklung. Und die habe ich jetzt hier über dieses Ranking erfasst. Ist also dieses sehr einfache Ranking, was ich schon mal ein paar Mal gezeigt habe, wo es einfach um die Stabilität des bilanzierten Gewinns und des operativen Cashflows geht. Nicht mehr. Also Stabilität und Wachstum. 10% im jährlichen Mittel. Wenn beides erreicht ist und ein sehr stabiles Wachstum von 0,9, Maximum 1, dann hätten wir 100%. Wird relativ selten erreicht, aber ab und zu wird es erreicht. Sortieren wir einfach mal jetzt nach diesem Ranking.
Und dann sehen wir doch, dass eine zweite, also bekommen wir eine zweite interessante Erkenntnis, nämlich dass es doch tatsächlich einige Aktien gibt, die relativ gut abschneiden, aber doch ziemlich viele, die ein Ranking bei unter 50 Punkten liegt, nämlich so ungefähr die Hälfte. Und die Aktien, die relativ gut abschneiden, das sind hier alles Amerikaner, in dem Sinne, dass Amerikaner sind ausschließlich gute Aktien. Also wenn ein Deutscher, die beliebtesten amerikanischen Aktien sind alles ausschließlich Aktien, mit denen man langfristig gesehen bisher jedenfalls gut gefahren ist. Also wir hätten hier Apple, Microsoft, Cisco Systems, Amazon, also alles quasi irgendwo IT-lastige Unternehmen auch. Und dann hätten wir hier beispielsweise bei den Deutschen noch Wirecard und Fresenius, die zwei, die auch noch Top-Aktien sind, weil da unten dann auch noch SAP, Lufthansa, Infineon, auch wieder Tech, also beide Tech-Werte hier. Und dann kommen wir schon so in gemäßigtere Bereiche rein, würde ich mal sagen. Wir haben Bayer natürlich, Nestlé, BASF, auch noch beliebte Aktien. Alles Unternehmen, die wenigstens bis vor sehr kurzer Zeit ja, man durchaus noch als solide bezeichnen kann. Wenn wir dann aber hier mal die zweite Hälfte uns angucken, und das sind eben fast alles, entweder sind alles deutsche Werte mit Ausnahme von Royal Dutch und Nokia. Nokia, schätze ich mal, das wird vielleicht noch ein Relikt sein. Die waren ja mal Weltmarktführer und die sind einfach im Depot geblieben, schätze ich, nachdem man die halt für 30 € oder so gekauft hat. Und dann sind die ja gefallen auf bis 2, 3 €. Und dann ist es ja oft so, dass man sagt, oh komm, ich lasse die Aktie einfach liegen, vielleicht wird sie mal wieder was, lohnt sich ja gar nicht mehr, das Ding noch zu verkaufen. Ähnlich wahrscheinlich auch bei der Deutschen Telekom. Wir haben hier übrigens in dem Report ja auch noch dann die Klassifizierung, welchen Aktien die wirklich am häufigsten Aktien sind, also die wirklich die Aktien sind, die am häufigsten im Depot anzutreffen sind. Das sehen wir hier im Aktienfinder nicht. Hier aber auf Platz 1 die Deutsche Telekom. Und wenn wir uns hier die Reihenfolge nochmal anschauen, dann wäre eigentlich noch klarer, dass die Deutschen bei der Aktienauswahl kein so glückliches Händchen haben. Dass die Deutsche Telekom garantiert, wie auch Nokia hier, eine Altlast im Depot, wo man sagt, ich habe die halt mal irgendwann gekauft zu Boomzeiten und seitdem liegt die halt da im Depot rum. Es wird auch sicherlich auch viele Depots geben, die ausschließlich eine Aktie haben, nämlich die Deutsche Telekom. Ich denke schon, dass das hier mit Abstand die häufigste Aktie ist. Wenn wir jetzt dann die nächsten Aktien angucken, auf Platz 2 und 3, Daimler, damit hat man ja auch keinen Blumentopf gewonnen langfristig, Deutsche Bank, Katastrophe, Commerzbank übrigens, Katastrophe 2, auf Platz 7 und dann die anderen Aktien hier, alles nette Dividendenzahler, okay, geht noch so halbwegs. Und die erste US-Aktie dann schon auf Platz 11. Das heißt, die ersten 10 Aktien sind rein deutsch. Auf Platz 10 übrigens Wirecard. Immerhin kleiner Lichtblick, wenn man so möchte. Aber ansonsten hier doch ja sehr ernüchternd, muss ich sagen. Und die anderen Amerikaner ja auch relativ weit unten. Microsoft Platz 25, Cisco Platz 28. Und ja. Nicht so besonders toll. Und wenn wir jetzt uns mal dann die Aktien der Aktienfindermitglieder anschauen, hier die Top 30 und das einfach mal dagegen halten und dann uns die zwei interessanten Dimensionen mal anschauen. Einmal das Land, also der Home Bias quasi, wie stark der da noch ausgeprägt ist und dann wie die Aktienauswahl abschneidet hier im Ranking bezüglich langfristigen Gewinnwachstums. Dann machen wir das mal. Das ist die Watchlist hier. Und dann sehen wir hier, dass es doch etwas anders aussieht. Der Home Bias hier ist komplett verschwunden. Wir haben jetzt noch drei Aktien, drei deutsche Aktien drinne. Das ist einmal die BASF tatsächlich, dann SAP und dann noch Fuchs Petrolub. Man sieht hier auch schon beim Ranking, also BASF. Mit, also ja, mit 52 Punkten jetzt nicht überragend, wird eigentlich nur noch unterboten von Coca-Cola.
Und SAP mit 66 und Fuchs Petrolub mit 67 Punkten. Das ist immerhin schon mal nicht schlecht. Ich habe übrigens beide Aktien, habe ich selbst im Depot, SAP und Fuchs Petrolub. Fuchs Petrolub, da bin ich dick im Minus. Die anderen Aktien, auch hier haben wir noch eine deutsche Fresenius, die habe ich übrigens auch im Depot. Und die ist bei mir auch im Minus. Und ganz stark USA, aber auch andere Länder und Qualitätsaktien anderer Länder, hier Unilever beispielsweise, Tencent, Novo Nordisk, Canadian National Railway, ist auch interessant. Und wie man hier mal sieht, dann, das ist jetzt die zweite Dimension, der große Unterschied, und auf den kommt es eigentlich an. Die Qualität, das langfristige Gewinnwachstum dieser Aktien, wenn wir uns das mal hier anschauen, dann ist es ja deutlich höher als bei den Top 30 Aktien allgemein, die in den deutschen Depots liegen. Und ich würde sagen, das ist halt schon ein Klassenunterschied. Unter anderem auch LVMH, die sind übrigens neu reingekommen. Und Fuchs Petrolub ist auch neu reingekommen hier. Darum geht es mir eigentlich, dass man sich das mal vergegenwärtigt und dass man dann einfach mal überlegt, also wenn man jetzt sagt, man hätte jetzt zwei Aktionäre, beide haben 30 Aktien im Depot, einmal sind es diese 30 Aktien hier und einmal sind es diese 30 Aktien hier, welches Depot wird sich voraussichtlich besser entwickeln auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, weil es soll ja hier ums langfristige Investieren geht. Gehen. Und dann ist es die Antwort doch ziemlich eindeutig. Würde mich mal interessieren, ob jemand es anders sieht, dann kann er das ja im Kommentar schreiben. Das heißt, es sind aus meiner Sicht also wirklich Klassenunterschiede. Dann übrigens noch eine Kleinigkeit, auf die ich hier in dieser Liste eingehen möchte. Und es gibt ja hier auch den Preisabschlag. Das heißt, wir werten hier ja nicht nur aus anhand der Kauflimits, welches die begehrtesten Aktien sind. Wir werten ja auch aus hier drinne, wie hoch die Kauflimits sind, der Durchschnitt, das durchschnittliche Kauflimit und wie hoch dann der Abschlag ist zum aktuellen Kurs, also Preis der Aktie. Und der kann je nachdem relativ hoch ausfallen. Und ich habe so das Gefühl, wenn einige Leser das dann anschauen, diese Liste. Und es gibt auch eine entsprechende Rückmeldung mit, oh, so ein Abschlag und das wird ja nie was. Und da muss ich ja der Aktie ewig hinterher schauen, wie sie halt weiter steigt. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt hier, ja, zum Beispiel uns Starbucks angucken, mit einem Abschlag von 26,6%, einem Wunschabschlag eingemittelten. Das heißt, man würde die für 53, 36 kaufen wollen, Euro in dem Fall, und das ist ja immer Euro. Und der aktuelle Kurs liegt bei 72, 68. Dann erscheint es erstmal unrealistisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, es gibt im Aktienmarkt ja auch so etwas wie Korrekturen und eine Korrektur fängt ja per Definition an bei 20%. Und ich habe mal ausgerechnet, der durchschnittliche Abschlag hier, der liegt tatsächlich bei knapp 20%, wenn man alle, also den Durchschnitt von diesen 30 Aktien nimmt. Das ist also quasi ein Korrekturmodus oder ein Korrekturabschlag, gemittelt jedenfalls. Und interessant auch, wie ich finde, dass wenn man sich die höchsten Abschläge anguckt, dann sind es tatsächlich Abschläge oder hohe Abschläge für Aktien, die eben extrem gut gelaufen sind und die wirklich sehr hohe Preise mit entsprechenden Bewertungen erreicht haben. Starbucks war schon ein Beispiel für eine Aktie, die teuer ist. Church & Dwight, also auch historisch gesehen, ist extrem teuer. Microsoft auf Allzeithoch, klasse Aktie, keine Frage. Aber wenn wir uns die mal beispielsweise im Aktienfinder anschauen, wo haben wir sie hier? Und dann hier mal runterscrollen. Da haben wir die Sonderdividende, die hier alles verzerrt, die hier, jetzt haben wir mal die weg. Und wenn wir uns das halt mal einfach angucken, oder auch hier am KGV und KCV, dass momentan die Aktie eben mit einem knapp 30-fachen KGV gehandelt wird und bis vor kurzem war es noch das 20-fache, weniger als das 20-fache KGV und dann haben wir halt angefangen mit diesem Kursanstieg noch im letzten Geschäftsjahr KGV von knapp unter 22 und jetzt sind wir bei plötzlich fast 30. Das ist natürlich schon ein extrem starker Kursanstieg und da halte ich das jetzt erstmal, ohne die Aktie jetzt hier mal im Detail zu analysieren. Jetzt auch nicht für so unrealistisch oder auf jeden Fall für irgendwo plausibel, dass man dann bei diesen Aktien eben auch relativ starke
Abschläge einkalkuliert, während man hier bei Aktien, die vielleicht schon stark gefallen sind, wie hier 3M oder BASF, wo es dann Abschläge gibt, dann unter 10%, dass man sagt, okay, dann würde ich die Aktie eben kaufen. Das heißt, so für komplett unrealistisch halte ich diese Abschläge gar nicht. Muss natürlich jeder selbst wissen, wann er sich welche Aktie ins Depot legt, beziehungsweise zu welchem Preis. Übrigens auch interessant, weil ich das gerade nochmal gesehen habe hier, LVMH ist eine neue Aktie, also die hat es neu in die Top 30 geschafft. Und da sieht man dann auch, was für ein Einfluss die Finanzblogger-Szene hat, weil über LVMH, da hat der Jens Rabe auf seinem Kanal ein Video zugedreht. Dann haben wir hier, LVMH ist Weltführer, eine Aktienanalyse auf alleaktien.de. Also für die mache ich auch gerne hin und wieder Werbung, weil ich die Plattform wirklich sehr schön finde. Da kriegt man einen wunderbaren Eindruck von den einzelnen Aktien. Analysen sind wirklich gut. Ich kriege dafür kein Geld übrigens, also wenn ich das jetzt verlinke, dann mache ich das immer ohne Affiliate. Jedenfalls ist über LVMH berichtet worden in der Finanzblogger-Szene und ich gehe davon aus, dass es deshalb auch LVMH jetzt geschafft hat, in die Top 30 zu kommen. Wir werden mal sehen, wie lange sich die Aktie da halten kann. Jens Rabe in seinem Video hat unter anderem auch die Steuerproblematik angesprochen bezüglich französischer Aktien. Ich habe das Ganze dann auch nochmal hier unten in den Text reingeschrieben, kann man sich den Artikel dann auch nochmal gerne lesen. Hier habe ich es dann auch nochmal und auch das Video vom Jens verlinkt und hier auch alle Aktien verlinkt. Gut, mir ging es jetzt einfach nochmal darum, diese Top 30 gegenüberzustellen, diese zwei Top 30 Listen, das hat sich einfach angeboten und ich denke, die qualitativen Unterschiede sind wahrscheinlich klar geworden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video wird interaktiv werden mit Abstimmung zum Starterdepot. Habe ich auf jeden Fall so geplant. Würde mich freuen, wenn ihr das dann auch anschaut und euch dann rege dran beteiligt, dass das auch dann quasi auch mit euer Starterdepot wird. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.